und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute wieder ein Unboxing-Video für euch. Ich habe bestellt bei Pinkbox, beziehungsweise bei Beauty Love. Dort gibt es ja zum Beispiel sowas wie die Pinkbox, die Glossybox, die Barbara-Box, die Pinkbox Man, heißt die so? Ich glaube schon. Jedenfalls habe ich dort bestellt und habe da wieder in der Sale-Kategorie zugeschlagen. Ihr könnt einfach mal schauen, dort werden Boxen angeboten zu sehr, sehr, sehr reduzierten Preisen. Unter anderem, weil zum Beispiel zum Teil Produkte daraus das Mindesthaltbarkeitsdatum überschritten haben und so weiter und so fort. Und da muss man eben schauen, ob das, was man dafür ausgibt, ja, einen dann das Ganze einfach wert ist mit den Produkten, die man bekommt. Ich habe wie immer einfach mal geschaut, was mich interessiert. Eine ist bisher erst angekommen, weil die durch diesen großen Anlauf bei den Sale-Artikeln ein bisschen Probleme hatten, scheinbar mit dem Versand daher zu kommen. Aber die erste von dreien ist jetzt da. Ich habe hier die Pinkbox X Letter Travel Bag Edition. Genau. Ich finde das richtig cool. Ich habe es grob überflogen dann immer jeweils bei den Sachen, die mich interessiert haben und habe dann danach abgewogen, ob ich mich eher für das eine interessiere, ob ich mich mehr für das andere interessiere. Und genau, wir schauen einfach rein. Ich weiß gerade, stand jetzt nicht, ob es das gibt. Mich hat das besonders interessiert, weil es eben diese Tasche mit dabei gab. Ich finde das halt sehr, sehr schön. Ich wünsche euch ganz viel Spaß bei diesem Unboxing. Schaut sehr gerne in der Infobox vorbei. Das ist nichts, wovon ich irgendwas habe, aber ich schicke euch einfach mal den Link da rein, wo ihr zu dem Beauty Love Sale kommt. Und ich hoffe natürlich auch immer als erstes, dass es euch allen gut geht. Und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Und falls ihr euch fragt, wie mein Make-up entstanden ist, das habe ich heute Morgen mit euch zusammen im Livestream geschminkt, dort wo ich die ColourPop Twilight Palette ausprobiert habe. Genau, das ist einmal mein Look. Und wir starten direkt. Also ich finde wirklich diese Tasche so cool. Wir haben hier einmal dieses Heftchen zur Box, glaube ich, oder? Ist das das? Ja, ich glaube schon. Ich lege das mal beiseite. So sieht das Ganze aus, wenn man hier reinschaut. Ich weiß gar nicht mehr, was ich hierfür bezahlt habe. Als erstes haben wir Fudge Professional Aqua Shine Serum Weightless Smoothing Mirror Shine Finish All Day Frizz Control Hold Factor 1. Ach so, das ist also etwas für die Haare, um quasi so ein bisschen so diese Flyaways unter Kontrolle zu halten. Und sowas mag ich sehr, sehr gerne. 50 ml sind hier enthalten. Ja, ich mag Haarprodukte total gerne. Also es soll halt scheinen, also so einen Glanz geben. Es soll die Haare so ein bisschen fixieren, aber mit Stufe 1, das ist ja super wenig. Ich glaube, jedes Haarspray hat mindestens Stufe 3. Das finde ich toll. Es ist so ein flüssiges Produkt, was man dann eben so ein bisschen in die Hände geben kann und dann durch die Haare gehen kann. Das mag ich sehr gerne, gerade auch so für diese Frisur, die ich halt sehr oft trage. Wegen meiner Kopfschmerzen mag ich diese Frisur sehr gerne. Und dann gehe ich auch immer hier so ein bisschen drüber, so um meine fliegenden Haare so ein bisschen zu fixieren. Dafür kann ich mir das auch sehr gut vorstellen. Dann habe ich hier als nächstes, von Naturebox. Das war eins von den Produkten, was ich auf jeden Fall gesehen habe, weil das nämlich auch das war, was den Mindesthaltbarkeitsrahmen überschritten hat, meine ich. Ja, genau, das gehörte dazu. Das ist nämlich das colorfeste Shampoo mit kaltgepresstem Granatapfelöl. Die Sache ist, ich kann sowas nicht so gut benutzen für mein gefärbtes Haar und deswegen ist es jetzt nicht so schlimm, dass das dann das gekippte Produkt sozusagen ist. Oder das, was auf jeden Fall das Mindesthaltbarkeitsdatum beschrieben hat. Das muss natürlich nicht gekippt sein, deswegen. Dann, das habe ich nämlich auch gesehen und das fand ich so cool von Fleeky, ist nämlich auch etwas enthalten. Und zwar ist es das Brow Lift Kit. Freu dich auf markante Brauen, die immer in Form bleiben, ganz ohne Gel oder Pomade. Mit dem Fleeky Brow Lift bringst du deine Brauen ganz genau dahin, wo sie hingehören, ganz nach oben. Und das finde ich richtig schön, weil meine Augenbrauenhaare sind genau wie meine Wimpern sehr wild und bleiben halt nicht so oben, sondern die fallen eher runter oder sind so durcheinander. Und ich wollte schon immer mal so ein Brauenlifting machen. Ein Wimpernlifting habe ich ja schon öfters professionell machen lassen. Ich habe das auch schon einmal selbst gemacht. Ich hatte mal so ein Kit zum Geburtstag. Es hat ganz gut funktioniert, aber nichts dagegen, das professionell machen zu lassen. Und ich dachte, beim Augenbrauen ist es nochmal einfacher als mit den Wimpern. Deswegen bin ich ganz gespannt drauf. Weiter geht's mit einem Sonnenschutz, finde ich auch sehr schön, von Ultra Sun Professional Protection ist das hier Lichtschutzfaktor 30, hoher Schutz, Anti-Photo-Aging-Zellschutz, Sonnenschutz-Gel.
ist das denn noch gut? Ich kann jetzt hier gerade nichts drauf erkennen. Ist auf jeden Fall 24 Monate haltbar nach dem Öffnen. Und ich mag ja total gerne verschiedene Arten von Sonnenschutz ausprobieren. Deswegen freue ich mich darauf. Das Ganze ist wasserfest, ohne Parfüm. Und ideal für Leute mit Sonnenallergie und es ist nicht fettend. Das ist mir auch immer sehr wichtig, dass die nicht so super fettend sind, sondern dass es einfach nur so wie so eine schöne Pflege auch ist. Wie zum Beispiel meine von Dalton, die ich benutze, mag ich halt nämlich sehr, sehr gerne deswegen auch. Oh, das ist schön. Dann von Wet n Wild die Color Icon Lidschattenpalette. Das ist halt auch so eine, die so ganz dünn ist, die man gut mitnehmen kann. Das ist die Variante Heart and Sol. So wie Sol ist doch die Sonne auf Spanisch, oder? Genau. Also so richtig schöne, warme Farben, ein bisschen was mit Berry. Die werde ich nicht behalten. Die werde ich einfach mal in Verlosung, Trashy, was auch immer, geben. Ich habe Wet n Wild Paletten und ich mag besonders die Limited Editions gerne. Aber diese kleinen sind auch gut. Nur diese Farben brauche ich jetzt nicht nochmal. Dann habe ich hier als nächstes den Hydro Skin Booster Feuchtigkeitsserum vegan, postet von innen auf und festigt die Haut. Mit Hyaluronsäure von Schäbens ist das. Ich sehe jetzt hier auch nichts und bin sehr gespannt. Hier steht nämlich drauf, plus 48% mehr Hautfeuchtigkeit, vermindert Trockenheitsfältchen, das ist sowieso was, wo ich da auch sehr gefährdet bin, und füllt das Feuchtigkeitsdepot auf. Finde ich sehr spannend. Weil ich ja generell alles liebe, was mit Skincare zu tun hat. Und ihr fragt mich auch immer, wie oft man zum Beispiel so Jade-Roller oder sowas benutzen kann. Ihr könnt theoretisch den ganzen Tag, jeden Tag, euer Gesicht und euren Körper irgendwie mit Massage-Tools verwöhnen. Das kann man nicht zu viel machen. Jedenfalls nicht, dass ich wüsste. Und ist einfach total schön. Ich liebe Skincare. Skincare ist einfach so Me-Time, genau wie Make-up. Dann Let's Bounce. Straffendes Körperserum mit Hyaluron, Niacinamid und Oolong-Tee und Vitamin E von Be Fresh. Ich kann nicht wirklich was riechen, aber generell, ich liebe es auch, meinen Körper zu pflegen, obwohl ich da ein bisschen fauler bin, muss ich sagen, als zum Beispiel mit meinen Händen und mit meinem Gesicht, Oberkörper, Dekolleté, alles Mögliche. Ja, aber ich mag vor allem so gerne so Öltexturen und so Serum klingt für mich auch so ein bisschen flüssiger. Da bin ich auch gespannt, das auszuprobieren, weil das so meine Lieblingstexturen sind. Ich mag nicht so gerne so dicke Cremes irgendwie eincremen. Dann haben wir Comodiness Gloss Touch Smooth and Flavor. Was bist du denn? In der Farbe 03 Candy. Das ist, glaube ich, auch etwas, was ich auf dem Bild gesehen habe. Das ist halt so ein zartes Rosa. Ich glaube, ich habe eben gerade die Farben gesehen, die es hätte geben können. Genau, schaut euch mal das an. Diese Farben hätte es gegeben. Ich habe halt, ja, den hier. Und ich hätte halt einen von denen hier sehr cool gefunden. Dieses Grüne oder das Orange natürlich. Aber das ist auch okay. Also das ist ein schönes Rosa. Gefällt mir gut. Und das soll halt auch riechen. Riech mal. Ja, das riecht wirklich super süß. Bin ich gespannt, ob ich das mögen werde. Ich frage mich, ob das dann halt auch immer auf den Lippen bleibt, der Geruch, oder ob der sich halt irgendwann legt. Ja, werde ich auf jeden Fall gern ausprobieren. Und ja, genau, das habe ich auch gesehen, aber ich wusste nicht, dass das hier mit drin ist. Ich dachte, das war dann in einem, wo ich mich dagegen entschieden habe. Und zwar von Kappa war hier noch ein Eau de Parfum und halt ein 40ml, die Richtung Blush. Und ich liebe ja Parfum. Ich habe so eine große Sammlung und ich habe mich jetzt erst, gestern war das, da war ich in der Stadt und habe mich in das neue Daisy Parfum verliebt von Marc Jacobs, das Daisy Wild. Das ist so neu, dass man es online noch nicht mal richtig finden konnte. Das hier ist der Flakon des Kappa Parfums. Auch sehr schön. Ich mag die Daisy Düfte alle gerne, aber das gestern, das hat mich echt so gecatcht. Das mit Vetiver und das riecht da irgendwie aber, als wäre da Kiwi oder so mit drin in dem neuen Daisy. Bin gespannt. Okay. Das ist so ein... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Es riecht sehr blumig. Blumig, schwer.
Mag ich aber gerne, weil blumig ist ja bei mir immer so eine Sache. Ich mag nicht alles, was blumig ist, aber das mag ich. Das mag ich. Das gefällt mir gut. Freue ich mich, dass mir das auch gefällt. Und was ich auch cool finde, von Compete ist noch etwas drin, und zwar Blasenpflaster. Kann man immer nicht genug haben, finde ich. Gerade auch, ich werde sehr viel unterwegs sein, auch zu Fuß dieses Jahr in meinen Urlauben. Und da freue ich mich drauf. Werde ich einfach mal in unsere Reisetasche packen. Das sind nämlich diese, die man hinten aufgeben kann. 5 Stück sind enthalten. Ja, kann man immer gut gebrauchen. In 4 Wochen bin ich in Norwegen. Wenn ihr das seht, in 3 Wochen. Das wird mich begleiten. Und dann hat man eben noch einmal diese schöne Tasche hier, wo man auch direkt reingucken kann, alles sehen kann. Ist natürlich auch immer super praktisch zum Verreisen, für alles Mögliche, zum irgendwas darin unterbringen. Und ich bin sehr, sehr angetan. Ich bin sehr glücklich mit der Ausbeute aus dieser Box hier. Ich werde nur das feste Shampoo nicht behalten. Und der Rest ist einfach für den Preis, was ich bezahlt habe, einfach so mega. Ich hoffe, ihr hattet Spaß da, bei mir ein bisschen dabei zuzusehen, wie ich das hier auspacke. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert sehr gerne meinen Kanal und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!